Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ja, wir haben in der letzten Folge Fang Lair komplett abgeschlossen. Wir haben das erste Stück vom Stab des Chaos. Und jetzt suchen wir... Was ist das denn für ein Riesengebäude? Jetzt suchen wir aber auf jeden Fall einen Equipment Store. Wir sind in Elinir. Und will mir auch schon mal die... Ich glaube, das ist die Magiergilde. Die sieht sehr magiergildig aus. Ich glaube, die haben hier ein Palast oder sowas. Doch, hier. Das ist der Palast wahrscheinlich. So. Ah, da. Direkt. Da ist direkt ein Equipment Store. Dann gehen wir mal da rein. Und sehen zu, dass wir das ganze Zeug mal verkauft kriegen. Moin! Du hast doch bestimmt Bock, was zu kaufen, ne? So, oh, Kattenhelm haben wir. 435 Gold, ja. Verkaufen wir. So. Silber, Langschwert, 56 Gold, geht klar auf jeden Fall. Steel Longsword, 11 Gold, So, noch ein Longsword, 461 Gold, geht auch klar. Panto, 2 Gold, Panto werden wir nie wieder mitnehmen. Tantos und Dolche. Noch ein Tanto. Nochmal 2 Gold. Wir sind bei fast 21.200 auf jeden Fall. Noch ein Katana. 18 Gold. Noch ein Katana. Auch nochmal 18 Gold. Daikatana, 37 Gold. Mace, 7 Gold. Hier, Kriegshammer. Der will mich auch verarschen. Hunderte Jahre alt, aber 15 Gold gibt er mir dafür. So. Mark, 262 Gold. Okay, die Marks scheinen gut zu sein, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das ist. Noch ein Mark, 243 Gold. Na, 27 Gold. Die Marks sind gut. Ja, brauchen wir nicht. 281 Gold. Nochmal 250 Gold. Dann Crystal. 609 Gold. Nice. Hier haben wir noch ein Crystal. Ja. 726 Gold. Nice. So, hier noch ein Crystal. 637 Gold. Crystals müssen wir mehr sammeln. Die kann man gut verkaufen. So, ein Bracelet. 234 Gold. Geht klar. Dann haben wir noch einen. 93 Gold. Ah, schade. Also überhaupt, das wäre mehr. So, dann Belt. 234. Geht klar. Noch ein Belt. 93. 468 für diesen Tor. Hier noch ein Tor. 93. Wir kriegen jetzt ordentlich wieder Geld. Nochmal 93. Jetzt Amulett 93, schade.
verkauft die wäre mehr wert. Da haben wir noch ein Amulett. 937, der ist gut wert. So, da müssten wir noch irgendwas haben, glaube ich. Den weiß ich nicht, was der wert ist. 25? Nee. Gucken wir mal, was der im Sortiment hat an Armor auf jeden Fall. Ebenerz hat er nicht. Aber wir müssten mal unsere Ausrüstung hier mal reparieren, beziehungsweise auf jeden Fall der hier. Fixing that ebony battle axe is no problem. It takes 10 days and costs 750 gold. Sound fair? Ja, okay. Good, I'll get it as soon as I can. So, können wir auch mal gucken. Noch etwas, ja. Backgreaves, ja, 10 Tage. Dann noch etwas. Drop. Die wollen wir auch noch reparieren. Repair. Headjob. Lattenküras. Ja, 7 Gold. Reparieren. Den wollen wir auch noch. 135, ja. Wir müssen alles einmal reparieren. Sorry, I already have my hands full. Try another smith. Okay. So, dann suchen wir uns einen anderen Schmied noch raus. Und den hier werden wir hier nochmal markieren. So, sobald das fertig geht. Ja. So. Hier meine Ausrüstung ist hier. Dann suchen wir uns noch einen Schmied. Müsste da glaube ich auch einer in der Nähe sein. Ich gehe immer von aus, wenn ein Schmied an einem Platz ist, dann ist auch ein anderer nicht weit. Müssen wir nur suchen und finden. Genau, hier haben wir schon den nächsten. So, hier ist meine Ausrüstung und dann machen wir hier auch nochmal unsere Ausrüstung. Dass der dann sich um den ganzen Rest kümmert. Können wir auch gucken, ob der auch noch irgendwas Geiles im Sortiment hat. Moin. Du, sag mal, was hast du so an Ausrüstung hier? Hat er höchstens. So, den. Ja, 4 Gold, 10 Tage. So, dann den hier noch. Ja, auch 10 Tage. Den. Ja. Und den Ebony Buckler. So, dann war es das. Wir sind jetzt blöderweise wieder so gerüstet, haben nichts mehr. Ja, aber hier alles stehen. Okay. Ja, 25.000 Gold ist gut. Können wir hier wieder rausgehen? Hier auch noch einmal meine Ausrüstung.
dass ich dann Bescheid weiß, hier und hier muss ich suchen gehen, also abholen gucken gehen in 10 Tagen. So. Moin. Du, sag mal, wo ist der nächste Inn? Without hesitation, Silver asked for your map to inscribe the exact location. Oh, das ist nice. So, dann müsste der hier sein. Okay. Das scheint ein interessantes Ding zu sein. Das hier wahrscheinlich. Oh, das sieht schon nice aus. Dann gehen wir hier rein. Und verbringen da jetzt 10 Tage. So, moin. Get a room. Single. Sagen wir 10. So. 100 Gold. Ja. I don't believe I'm only charging you 100 Gold. You lucky kid. Do we got a deal? Ja. Okay. Dann können wir hier camp for a while. 240 Stunden. It seems that you are well chosen. I see that you have won the first piece of the staff. That in and of itself is not a simple task. Tharn, it seems, is not as concerned with you as I had thought he would be. Perhaps he thinks you dead or lost in the sewers from which you escaped. That is well. For I have discovered the second piece's location. There was once a great maze built by the Archmagus Shalador to guard what he called Glamorous, the elven term for the secret of life. I know not the location of the great maze, which was called the Labyrinthian, but somewhere in its twisted corridors lies the second piece of the Staff of Chaos. Shalador, according to the old text, made his home in the fortress of ice. He would not have built the Labyrinthian far from his home. I would search to the north for such a place. I wish you well on your journey. Okay. Die verrät uns, wo wir suchen müssen. Die hat gerade gesagt, Kalidor, Labyrinthion im Norden. Das heißt, okay, hier können wir jetzt nicht. Das heißt, wir müssen nach Skyrim wieder zurück. Und wo Labyrinthion ist, alle Skyrim-Spieler wissen, wo das ist. Wo das ungefähr liegt. Das heißt, für Labyrinthion heißt es nach Skyrim. Zweites Stück vom Stab des Chaos ist hier. Wir wissen alle, dass Labyrinthion irgendwo hier ist. So zwischen Weißlauf und ne, das müsste eigentlich hier sein. Zwischen, ne, Mortal müsste hier nur sein. Mortal war ja hier. Genau, dann müsste es hier sein. Zwischen Weißlauf und Mortal. Komisch, dass hier noch kein Mortal gibt. Mortal vielleicht noch sehr, sehr jung. Noch gar nichts existent hier. Genauso wie Markarth ist hier eigentlich irgendwo und existiert hier noch nicht. Eigentlich wäre Markarth hier, aber hier steht schon Markarth-Zeit. Die sind vielleicht umgezogen, einfach von hier haben die gedacht, wir gehen dann hier an Karfwasten vorbei und an Dachen. So. Dann heißt es aber für uns jetzt erst einmal, unsere Ausrüstung da und da abholen. Ne, wir müssen dahinter dran vorbei. Der müsste schon längst fertig sein. Gehe ich von aus. Ja. 10 Tage haben wir jetzt durchgeschlafen. So, prepare. Good Studio. Ne, Status? Ist ready. Nice. So. Ja,
ready. Nice. Der ist auch fertig. Nice. Alles repariert. So. Können wir den hier ändern? Vom Namen her. Waffen. So reicht das. Und dann ab zum anderen. Den restlichen Teil unserer Ausrüstung holen. Genau, da hinten war das. Ist der hier? War es der hier? Ja, das war der hier. Hallo, ich will rein. Moin. So, Status. Wie weit sind die Dinger? Ja, nice. So. Ihr müsst jetzt nichts mehr von uns haben. Anziehen, anziehen. Nee, das wollten wir nicht, sondern das. Nice. Haben wir alles wieder, alles repariert. Geil. Können wir das hier auch namentlich mal ändern wieder? Den Waffen. Waffen. So. Und dann fragen wir mal, wo ist denn die Magierhilde? Magic Guild. That's easy, it's east of here. Nice. Dann gehen wir einfach mal so weit Richtung Osten und wieder einen Waffenladen. Ich hoffe, der hat auch was, ein Ebenerz. Ebenerz wäre perfekt. Ich hoffe, der hat hier was. Warenführer und Agility. Ne. Brauchen wir nicht. Dann kommen wir irgendwas Großem näher. Ja, Magiergilde. Sag mal, wo? That's a bit northwest of here. I'm sure of it. Nordwestlich. Also doch diesen Weg Richtung. Moin. Du, sag mal, Magiergilde, wo? South of here. Ja, wo schicken die mich hin? Wo ist die Magiergilde? So, du, sag mal, Magiergilde, wo? Nichts mehr wissen. Ja, danke. Immerhin einer, der mir da die Location zeigt. Was ist es? Okay.
hat dieses Mal ausnahmsweise keine ausgefallene Form. Oh, hier ist ein Buch. Mit den Büchern können wir nichts anfangen. Moin. Detect Magic würde ich gerne wissen bei dem hier. Was ist das? 15 Gold, ja. The item is now identified in your inventory. Okay. Jetzt will ich wissen, was war denn das? Potion of Free Acting. Action. Okay. So, dann brauchen wir noch mal ein paar Potions. Ich sag, wir kaufen wieder mal 30. Ja, 1500 akzeptieren wir, ja. Was hat er aber an Magic Items? Elfenbell, Adamantium Talk, Bracelet of Speed, Bracelet of Levitation, Ebony Talk, Ebony Bracelet, was? Nein! Wir hatten gerade noch das Gold. Wir hatten gerade noch das Gold. Wo ist denn der Ausgang? Ja, wo ist der Ausgang? Wir müssen noch mal zu dem Typen. Aber bevor wir zu dem wiederkommen... Hä, wo ist der Ausgang? Hier ist er. Zu ihm müssen wir noch einmal hin. Aber bevor wir wieder zu ihm kommen... brauchen wir nochmal die 1000 Gold. Das heißt, wir müssen mal raus aus der Stadt, genau, Richtung Norden, noch ein Dungeon oder so erkunden. Ein bisschen da was Stibitzen mitnehmen, vielleicht Gold finden oder so. Und dann wiederkommen. So, geht's raus, hallo. Wir brauchen jetzt einen Dungeon. Einen, der vielleicht in der Nähe ist. Das da sieht nach einem Dungeon aus. Ja, das sieht nach einem Dungeon aus. Nach einem großen Dungeon sogar. Das heißt, wir gehen da rein. Klauen mal ein paar Sachen. Und dann gehen wir zurück, verkaufen das, haben 25.000 Gold und dann kaufen wir uns die Ebenerzdinger da. So. Genau, jetzt sind wir hier. Ein relativ kleiner Dungeon. Hier schon mal einer tot. 94 Gold, Wakizashi, nehmen wir mit. So, hier ist nochmal was zu klauen. 105 Gold, nice. Gold, Plate Pauldron. Sehr süß. So eine kleine Maus. Nochmal Gold. 32. Größeres Gold.
Ja, aber überraschend wenig Gegner jetzt hier. Haben wir schon alles überhaupt? Da waren wir drinnen, da waren wir drinnen, da waren wir drinnen. Ja. Ja, gar keine Gegner. Nur halt die deine Maus. Yo. Was war denn jetzt? Was? Hä? Das war auf jeden Fall Dragatan. Hier, der kaiserliche Kampfmagier, der Verraten, der Verräter. Der hat 56 Gold, immerhin. Der hat nichts. So, wo geht's hier überhaupt hin? Wir sind hier. Ah, können wir hier alles noch erkunden? Habe ich auch vor, alle Räume nochmal durchzugehen. Wow. Healing. 30 Gold. Was war denn das? Ein Zombie. Das war jetzt ein einfacher Zombie. Gold. So, okay. Genau, den Raum haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Der und der noch und der hier. Drei Räume noch. Und das mit Jagger fahren, das hat mich jetzt total überrascht. Habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass das jetzt so kommt. Gold. So, Kite Shield. Oh, noch mehr Gold. Nice. 31, immerhin. Genau, dann müsste nur der hier sein. Dann können wir nach oben. Noch mehr Gold. Interessant, dass die auch hier einfach nur so rumliegen. Und ab nach oben. Noch eine Maus. So, was gibt's hier alle? Oh, das ist aber riesig hier. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.